Oh, das blendet aber wie. So, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir pünktlich anfangen können. Ich fange einfach an, oder? Gut. So, ich darf Sie im Namen von PricewaterhouseCoopers recht herzlich zu dem Panel hier begrüßen. Wir sprechen über Paid Content. Bevor wir in die Panel-Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen aber kurz eine Zusammenfassung unseres German Entertainment Media Outlook 2010 bis 2014 präsentieren. Sie können den Outlook vorne bei den Kollegen bestellen. Ich fokussiere mich hier auf ein paar Highlights, ein paar wesentliche Ergebnisse. Das Dokument ist 120 Seiten lang, das können wir hier sicherlich nicht im Detail durchgehen. Mein Name ist Arno Wilfert und ich bin im Bereich Transactions bei PwC tätig und beschäftige mich mit dem TMT-Segment seit über 15 Jahren. So, jetzt gehen wir mal runter. Wir werden kurz einen Überblick geben über diesen Outlook, dann vertiefen wir ein paar wenige Themen kurz, auch als Anreißer zur Diskussion gleich, und dann darf ich überleiten an die Frau Hanach zur Moderation der Panel-Diskussion. Vielleicht noch mal kurz, wie wir diesen Media and Entertainment Outlook strukturiert haben. Wir haben hier eine ganze Fülle von Themengebieten, die wir analysieren, vom Internetzugang über den Hörfunk bis zu Zeitschriften, Zeitungen, Bücher und Videospielen. Wir analysieren dabei das gesamtwirtschaftliche Umfeld, Technologietrends, das Konsumentenverhalten, neue Medienangebote im rechtlichen Rahmen sowie demografische Veränderungen und leiten daraus dann Forecasts, also Projektionen für die Marktentwicklung ab auf die nächsten 4 Jahre und tun das getrennt nach Netto-Werbeerlösen auf der einen Seite und Konsumentenausgaben auf der anderen Seite, sodass wir dann zu einem Segmentumsatz für den Medienmarkt kommen, nach unserer Definition, der die Themengebiete links einschließt, kann also durchaus abweichen von anderen Segmentabgrenzungen. Das fasst das nochmal zusammen hier. Wichtig in den letzten 1-2 Jahren aus unserer Sicht waren die Konsumentenausgaben, die sehr stark die Entwicklung des Medienmarktes getragen haben. Die Werbeeinnahmen, da kommen wir gleich dazu, sind ja bedingt durch die wirtschaftliche Krise stark eingebrochen. Deshalb ist der Medienmarkt stark durch die Entwicklung der Konsumentenausgaben getrieben worden. Kommen wir gleich im Detail noch dazu. Hier das Bild, glaube ich, kennt der ein oder andere. Durchaus beeindruckend, muss man sagen, dass der Medienmarkt, so wie wir ihn abgrenzen, nicht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gefolgt ist. Wir haben eine leichte Stagnation, sage ich mal, noch geschafft. Die Gesamtwirtschaft ist entsprechend stark eingebrochen in der Krise und für die nächsten Jahre gehen wir davon aus, dass sich der Medienmarkt, der Umsatz mit Medienprodukten eigentlich relativ ähnlich entwickelt wie die Gesamtwirtschaft. Hier nochmal zusammengefasst, was passiert ist in 2009 und was wir glauben, was sich auch in 2010 jetzt bestätigen wird. Die Online-, die digitalen Medien haben trotz Krise sich stark weiterentwickelt. Sie sehen das Thema Internetzugang mit deutlichem Wachstum, aber noch stärker die Online-Werbung, sowohl im Krisenjahr 2009 als auch 2010. Sie sehen, dass Fernsehen nach wie vor zulegen kann, auch wenn man da immer mal behauptet, das würde alles ins Internet abwandern. Film hat deutlich zugelegt, Videospiele erstmals einen Rückgang. Musik stabilisiert sich langsam in diesem Jahr, wie Sie sehen, Radio, leichtes Wachstum in 2009, kleiner Rückgang 2010, Zeitungen, Zeitschriften, die traditionellen Medien mit doch starken Rückgängen in der Krise,
Außenwirbung auch, starker Rückgang und dann starker Turnaround in 2010. Wenn Sie mal die Gesamtumsätze betrachten, dann sehen Sie zwei Dinge. A, der Markt wächst kontinuierlich mit durchschnittlich 3,4%. Wir haben diese flache Entwicklung im Jahr 2009, aber der Trend, so glauben wir, wird sich durchaus fortsetzen. Das heißt, wir haben von 2006 mit 50,2 Millionen bis 2014 mit 68,1 Milliarden Gesamtumsatz doch einen sehr starken, ordentlichen Anstieg. Wichtig auch, wenn man das Gesamtbild sieht, bisher war ja das Fernsehen so das umsatzstärkste Segment in der Medienbranche, und zwar mit 12,4 Milliarden Euro. Sie sehen da nochmal aufgeschlüsselt die Abo-Dienste, TV-Werbung und Gebühren. Die schließen wir da einmal ein, also die Zugangsgebühren, Rundfunkgebühren. Und wenn Sie jetzt Online-Werbung und Internetzugangsumsätze aufsummieren, sehen Sie, dass wir in 2010 erstmals wahrscheinlich leicht beim Internet über dem Fernsehen liegen als größtes Segment. Wichtig ist auch, und das wird meistens vergessen, gerade wenn man über Paid Content spricht, dass ein großer Teil des Wachstums der Medienmärkte ja schon heute durch Konsumentenausgaben getragen wird. Sie sehen, das ist natürlich verzerrt durch die Krise, aber von 2005 bis 2009 sind ca. 800 Millionen Wachstum von Werbung gekommen. Dagegen sind 6,6 Milliarden, die über Konsumentenausgaben erzielt worden sind. Dieser Trend setzt sich dann nicht ganz so fort. Bei den Konsumentenausgaben bleibt das mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Die Werbung kann jetzt nach Überwinden der Krise dann wieder deutlich zulegen. Aber Sie sehen doch, dass die Konsumentenausgaben einen großen Teil des Wachstums in den Medienmärkten heute bereits bestreiten. Das heißt, da wird schon sehr viel bezahlt von den Konsumenten und nicht nur über Werbung Umsatz generiert. Auch bei der Mediennutzung, das kann man hier ein bisschen schwer sehen, aber da kommt auch ganz klar raus, das Thema Fernsehen ist noch lange nicht tot. Der Konsum in Minuten pro Tag beim Fernsehen ist auch in den letzten Jahren weiter gewachsen, wenn auch im letzten Jahr nicht mehr so stark. Internet wächst sehr stark, Zeitschriften und Tageszeitungen gehen leicht zurück, sind aber sowieso auch auf einem niedrigen Niveau. Wichtig nochmal auch das Thema Fernsehen. Diese reine Abrufnachfrage, das heißt, man lädt sich alles runter und guckt nur noch mal on demand, das scheint in der Realität nicht unbedingt so sein, dass die Leute am Computer sich die Filmchen anschauen, sondern das scheint eher sich gegenseitig vielleicht zu befruchten. Jedenfalls der traditionelle Fernsehkonsum ist auch in den letzten Jahren weiter angestiegen. So, jetzt noch ein paar vertiefende Analysen. Zunächst mal zum Thema Internetzugang. Hier sehen wir, dass das Festnetz-Internet langsam in die Sättigung läuft. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Wir haben für dieses Jahr nur 1 Million Netto-Neukunden prognostiziert. Das wird sicherlich auch in der Zukunft noch zurückgehen. Das heißt, hier ist eine gewisse Marktsättigung erreicht. Beim mobilen Internet ist das allerdings nicht so. Dort sehen Sie einen stabilen Aufwärtstrend und die mobilen Internetanschlüsse werden im Jahr 2011 circa wahrscheinlich die stationären überholen. Wenn Sie das bei den Erlösen dann anschauen, sehen Sie, dass wir bei den Umsätzen mit dem festen Internet davon ausgehen, dass hier eine Abflachung zu beobachten ist, ab 2010 bereits kaum mehr Wachstum. Die Durchschnittsumsätze pro Kunde stabilisieren sich, es kommen kaum mehr Neukunden rein. Bei dem mobilen Internet ein starker Anstieg, getrieben vor allem durch eine große Zahl von Neukunden, die über Smartphones, Tablet, PCs akquiriert werden, wobei aber dort auch der Umsatz pro Kunde fallen wird und sich 2011, 2012 tendenziell stabilisiert. Im Bereich Online-Werbung sehen Sie,
die Erfolgsstory der letzten Jahre von 2005 bis 2009, vor allem die Suchwortvermarktung, ist dort explosionsartig angestiegen mit einem Zuwachs von 1,2 Milliarden in diesem Zeitraum. Wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft der Haupttreiber dieses Umsatzwachstums sein wird und haben auch prognostiziert, dass hier nochmal ein Wachstum von 1,4 Milliarden stattfindet. Mobile Werbung, die sehr stark diskutiert wird heute, auch in ein oder anderen Panel, wird eine Nischenapplikation für die Werbetreibenden bleiben auf Sicht der nächsten 4 bis 5 Jahre. Die Fernsehumsätze haben wir auch nochmal rausgezogen. Hier glauben wir, dass bei den Gebühren, bei den Rundfunkgebühren, wahrscheinlich kein großes Wachstum möglich sein wird. Da gibt es ja ein neues Gebührenmodell auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es da auch durchaus vom Markt her Druck, dass dort die Gebühren, sag ich mal, nicht ins Unermessliche steigen. Wir sehen einen großen, doch durchaus großen Wachstumsschub bei Abonnementdiensten. Da sollte man nicht immer auf die klassischen Pay-TV-Angebote sofort schielen, aber wenn Sie mal anschauen, die Kabelnetzbetreiber haben diese Digitalprogramme, die kostenpflichtig sind, die oft nur 3 bis 5 Euro pro Monat kosten. Es gibt jetzt mit HD Plus, also Gebührenmodelle für hochauflösendes Fernsehen, das über Satellit vertrieben wird. Das heißt, aus diesen, sage ich mal, eher kleinteiligen Pay-TV-Angeboten glauben wir, dass sich dieses Wachstum generiert, nicht unbedingt aus den großen Bouquets. IPTV wird das natürlich auch unterstützen. Zum Zeitungsmarkt ganz kurz. Hier sehen Sie, wie dramatisch die Werbeerlöse eingebrochen sind. Die Vertriebserlöse, die konnten kontinuierlich gesteigert werden. Was wichtig, glaube ich, ist an diesem Chart, dass es nie mehr so sein wird, wie es mal war. Das heißt, wir holen diesen Einbruch, den wir in der Krise erlebt haben, nicht mehr auf. Da sind halt doch viele Umsätze ins Internet abgewandert. Das ist ein struktureller Umbruch, den Sie nicht mehr über konjunkturelle Entwicklungen kompensieren können. Hier das Chart sieht sicherlich dramatischer aus, als es ist. Der Rückgang bei der Anzahl der Zeitungen, die Konsolidierung schreitet hier sehr viel langsamer voran, als man das vielleicht glaubt, wenn man manchmal die Nachrichten liest. Es gibt so 1 bis 2 Titel pro Jahr, die da vom Markt genommen werden. Ist also nicht dramatisch, sondern eher so ein schleichender Prozess. Das heißt, die Vielfalt der Angebote nimmt tendenziell ab. Die Auflage sinkt so im Schnitt um 2,2%. Also so ein schleichender Marktverfall, sage ich mal, zu. Bei den Zeitschriften sieht das ganz ähnlich aus, nur dass dort die Wachstumsraten, die wir prognostizieren, deutlich niedriger ausfallen. Also wir haben bei den Vertriebserlösen vor allen Dingen, aber auch bei den Werbeumsätzen doch ein bisschen mehr Zuversicht für die Zeitungsbranche als für die Zeitschriftenbranche. Wir werden gleich in die Diskussion einsteigen. Wir glauben, es gibt aber auch an der einen oder anderen Ecke Hoffnung. Man sieht, was Bild eigentlich geschafft hat. Die Auflage, weil die Reichweite geht hier durchaus tendenziell zurück, was ähnlich wie im Gesamtmarkt läuft. Aber das Portal zeigt natürlich einen rasanten Zuwachs an Besuchern. Und unsere Hypothese ist auch, dass man sicherlich hier mit hybriden Modellen das eine Medium sich mit dem anderen befruchten kann. Ja, wenn Sie Details nachschauen wollen, lassen Sie Ihre Visitenkarte vorne bei den Kollegen, die werden Ihnen den Outlook gerne zuschicken. Ich habe jetzt noch mal ein paar Thesen aufgestellt, so als Gesamtzusammenfassung einerseits von den Ergebnissen unseres Outlooks, andererseits dieser Präsentation, und die soll dazu dienen, die Diskussion gleich ein bisschen anzuheizen. Unsere erste These ist, wir glauben, dass es bereits sehr hohe Ausgaben der Konsumenten für Medien, für Inhalte gibt oder für den Zugang zu Inhalten, und dass wir glauben, dass deswegen der Platz für Paid-Content-Modelle eher begrenzt ist.
Ja, Sie haben vorhin gesehen, ein großer Teil des Wachstums wird bereits durch Konsumentenausgaben getragen. Dieser Irrglaube, dass alles über werbefinanzierte Modelle läuft, der scheint uns ein bisschen zu pauschal im Markt verfestigt zu sein. Die zweite These, neue mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablet-PCs erhöhen die tägliche Nutzungsdauer. Also die Leute nutzen mobil das Internet, dadurch steigt die Reichweite für die werbetreibende Wirtschaft, für bestimmte Medien, und das hat durchaus einen positive Rückwirkung aus unserer Sicht, vor allem für die Werbeerlöse. Dritte Hypothese, das mobile Internet wird durch wenige große, global aufgestellte Spieler dominiert, die über ein Ökosystem aus Endgeräten, Plattformen, Bezahlsystemen verfügen. Für die traditionelle Medienindustrie bleibt nur die Rolle des Zulieferers. Also der Kundenkontakt, die Kundenschnittstelle könnte im Worst Case verloren gehen und durch Spieler wie Google, Apple und so weiter besetzt werden. Viertens, die neue Medien oder neue Formen, wie Medien vertrieben werden, also E-Paper, E-Mags und E-Books, stellen nur ein Substitut zur klassischen gedruckten Medien dar und führen eher zu einem Rückgang des Marktvolumens, weil die Kunden einen Rabatt erwarten, wenn sie etwas in digitaler Form erwerben. Das haben wir in der Musikindustrie, denke ich, gesehen. Oder Kunden kaufen nur noch einzelne Teile, einzelne Artikel, einzelne Kapitel und wollen die natürlich billiger erhalten, als wenn sie das Gesamtprodukt kaufen. Die fünfte These, der harte Übergang zu Bezahlmodellen führt zu einem starken Reichweitenverlust. Die Umsatzverluste aus entgangenen Werbeeinnahmen sind höher als der Umsatzgewinn, den man aus diesen Bezahlmodellen generieren kann. Und letztlich steht dann der Content-Anbieter schlechter da als vorher. Das war mein kurzer Vortrag. Ich darf an die Frau Hanach überleiten. Das sind ja einige Themen und eine ganze Menge Themen, die Sie uns da vor allem mit diesen fünf Thesen geliefert haben und die wir sicherlich auch gleich in dieser Runde diskutieren werden. Viele internationale und nationale Manager schauen, denken Sie an Rupert Murdoch, ist das Mikrofon an? Ja, jetzt habe ich es. Viele internationale und nationale Manager, denken Sie an Rupert Murdoch oder Matthias Döpfner heute Morgen, sehen ja in den digitalen Internet oder in den digitalen Erlösmöglichkeiten die Zukunft für Print. Frage ist in die Runde, sehen wir das genauso? Sicher ist eins, dass der reine Gratis-Mentalität für professionellen Content, und darüber sind sich sicherlich alle Medienschaffende einig, dass das keine Zukunft haben wird. Daher werden wir heute darüber diskutieren müssen, wer zahlt eigentlich die Zeche in der Zukunft? Ist es die Werbung? Ist es der Nutzer? Oder gibt es vielleicht neue Erlösmodelle, die man in die Waagschale bringen kann? Wir werden uns auch fragen müssen, überleben alle die jetzt im Internet mit Free Content vertreten sind? Wird es Nischen geben, die besonders erfolgreich sein werden und die Erlösmodelle für sich in dieser Kleinheit der Nische entwickeln werden, die ihnen helfen zu überleben? Oder werden letztendlich wieder die Global Player zum Zuge kommen, die den Markt hauptsächlich absahen werden? Wenn man sich die Internetstrategie, und Herr Döpfner hat es heute Morgen ja auch wieder erwähnt, die Internetphilosophie und Strategie der Unternehmen, vor allem der Medienunternehmen, in den letzten 15 Jahren anschaut, finde ich das Zitat von Hans-Peter Siebenhaar von der FAZ sehr schön. Herr Siebenhaar sagte, und ich zitiere es, geistiges Eigentum, er sagte, erst einmal machen wir uns die Kirche voll und dann reichen wir den Klingelbeutel herum. Herr Siebenhaar hält das für einen der Kardinalsfehler der Branche. Sehen wir das in der Runde auch so? Sagen wir, das waren die 15 Jahre, an denen wir gelernt haben und werden es in Zukunft besser machen? Das sind die Themen, über die wir heute diskutieren wollen und ich hoffe auf sehr lebendige und sehr kontroverse Gespräche. Verschiedene Partner dafür haben wir am Tisch. Aber bevor ich starte, würde ich kurz Ihnen noch die Runde vorstellen. Da haben wir zuerst Herrn Dr. Philipp Peitsch. Er ist General Manager Content und Community im Geschäftsführungsbereich elektronische Medien bei Axel Springer. Damit ein Vertreter der Döpfner-Theorie. Die Digitalisierung von Inhalten begleitet ihn schon seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn. Als Leiter Business Development bei Axel Springer hat er digitale Geschäftsmodelle im Verlagswesen vorangetrieben. Und zuvor hat er als Leiter der Rechtsabteilung bei der Sony Net Services
den digitalen Wandel in der Musikindustrie schon begleitet. Also, Sie kennen sich aus mit dem. Herr Volker Gläser ist seines Zeichens Director Internet Services von Vodafone. Er verantwortet dort den Vertrieb der Vodafone-Produkte über das Internet, Transaktionspartnerschaft, den Ausbau der E-Commerce-Plattform und das Portal- und Content-Geschäft. Vor seinem Eintritt bei Vodafone 2006 war Herr Gläser bei Yahoo zuständig für den Ausbau aller Informations-, Entertainment- und Community-Produkte. Herzlich willkommen. Auf der linken Seite von mir sitzt Dr. Bernhard Mischke. Er ist der Leiter digitale Vermarktung bei der DPV, dem Deutschen Pressevertrieb von Gruner und Jahr. Und er ist der Vorsitzende Geschäftsführer von Pubbles, dem ersten deutschen Online-Kiosk, der genau vor einer Woche gelauncht worden ist. Bin gespannt, was Sie uns erzählen können. Die Erfahrung für strategische Entwicklung und Umsetzen von innovativen Geschäftsmodellen sammelte Herr Mischke in seiner gesamten beruflichen Laufbahn. So war er unter anderem bei der Fraunhofer Gesellschaft im Bereich Innovationsmanagement zuständig, bevor er zur strategischen Unternehmensentwicklung von Gruner und Jahr kam. Dort verantwortete er den Aufbau und die Leitung des Bereichs digitale Vermarktung. Neben Herrn Dr. Mischke haben wir den Herrn Dr. Müller von PricewaterhouseCoopers. Herr Müller ist seit 1994 Partner bei PricewaterhouseCoopers und hat einen Schwerpunkt bei seinen Kunden im Bereich der Medien, also Fernsehsender, Radiosender, Verlage und Agenturen. Und natürlich als Prüfungsunternehmen sind Ihre Schwerpunkte dort Beratungs- und Prüfungsaufgaben. Herr Müller ist seit 2003 der Herausgeber des German Entertainment and Media Outlooks, aus dem wir eben ja einige spannende Thesen gesehen haben. Und als letztes, ganz links außen, sitzt Dr. Julian Weiß. Dr. Julian Weiß ist COO und Mitglied der Geschäftsführung von NTV. Herr Weiß ist seit 2004 bei der Mediengruppe RTL Deutschland. Dort hat er verschiedene Funktionen bisher ausgefüllt. Er war unter anderem Vorstandsassistent von Gerhard Zeiler, hat auch mit Anke Schäferkort das eine oder andere Projekt vorangetrieben und ist seit 2007 für das operative Geschäft und damit für Dinge wie Vermarktung, Technik, Marketing, Merchandising und natürlich neue Medien verantwortlich. Das war richtig. Und dann stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Sabine Hanach. Ich bin selbstständige Medienberaterin und habe zuvor in unterschiedlichen Funktionen in der Medien- und Entertainment-Branche gearbeitet, unter anderem die RTL-Gruppe und auch Sony. Dann lassen wir uns beginnen und ich würde gerne gleich mit Ihnen beginnen. Herr Döpfner hatte heute Morgen ein sehr leidenschaftliches Referat zum Thema Paid Content und Möglichkeiten des Internets geliefert. Können Sie aus Ihrem Hause sagen, was sind Ihre Modelle, was sind Ihre Strategien, die Sie verfolgen werden und können Sie uns vielleicht schon Zahlen nennen? Ja, also wir verfolgen grundsätzlich einen sehr breiten Ansatz. Also man kann nicht sagen, dass wir auf ein Modell setzen und das sozusagen über alle Marken und über alle Kanäle hinweg verfolgen. Wir gucken uns für die einzelnen Marken, für die einzelnen Kanäle, online, Smartphones, aber auch Tablets, unterschiedliche Modelle an, verfolgen unterschiedliche Modelle. Wenn man eine große geschweifte Klammer drüber setzen will, dann läuft das oder nicht am ehesten so unter so einem Label wie Freemium, also so Hybridmodelle. Das heißt schon immer noch ein freies Angebot, aber eine Möglichkeit, bessere Produkte oder schönere Produkte käuflich zu erwerben. Zahlen, es sind relativ wenig Zahlen veröffentlicht. Man muss auch sagen, dass viele Sachen jung sind. Also gerade die ganzen iPad-Aktivitäten sind relativ jung. Die Zahlen, die veröffentlichbar sind, wir haben für die Bild und für die Welt über 240.000, wahrscheinlich mittlerweile über 250.000 iPhone-Apps in den Markt gebracht, mit sehr erfreulichen Konvertierungsraten. Und nach allem, was wir so schätzen, sind wir auf der Mehrzahl der iPads mit unseren Applikationen in Deutschland vertreten. Entspricht das Ihren Erwartungen bisher? Das übertrifft ehrlich gesagt meine Erwartungen in vielen Bereichen. Ja. Herr Dr. Mischke, Online-Kiosk, der erste in Deutschland seit einer Woche. Was sind Ihre Erfahrungen? Ist das eine andere Strategie, als es Springer verfolgt? Oder also, ist es eigentlich das Gleiche, Sie machen es nur anders? Also es ist sicherlich keine andere Strategie zu Springer. Ich glaube, es ist da auch relativ kongruent. Wir sind natürlich Pubbles, auch, also mit Pubbles eine Ausprägung der Strategie von Gruner und Jahr, zu sagen, wir wollen den Vertrieb auch in die eigenen Hände nehmen und auch weiterhin aktiv mitgestalten und nicht als reiner Content-Lieferant uns platzieren und entsprechend die großen Gatekeeper, die hier vielleicht auch im Hause sind, alleine das Spielfeld überlassen. Also von daher ist es sicherlich ein
Modell, mit dem wir aktiv auch die Wertschöpfungskette in der Zukunft gestalten und auch den direkten Kundenkontakt in der Hand halten wollen oder auch den Verlagen gewährleisten wollen. Nach einer Woche Aktivität kann ich natürlich jetzt noch nicht ganz so viel über Zahlen berichten. Sehen Sie es mir nach. Wir sind aber sehr zufrieden. Wir haben sicherlich auch eine differenzierte Presse. Das können wir aber sehr gut nachvollziehen, weil wir da auch mit einer Beta sicherlich unterwegs sind. Und aber für die erste Woche sind wir sehr, sehr glücklich und das ist ein Anfang und von daher wird das weitergehen. Die Plattform ist allen Verlagen offen, nur Verlagen? Oder würden Sie auch andere Medien mit reinkommen lassen, andere Content-Anbieter? Also sie ist erstmal allen Verlagen offen, anderen Content-Anbietern, ehrlich gesagt, um die Positionierung im ersten Schritt nicht zu verwischen, konzentrieren wir uns auf Bücher, Magazine und Zeitungen im Vertrieb. Natürlich könnte man das dann in Richtung Hörbücher und so weiter weiterdrehen, aber das ist dann Stufe 2 oder 3, wenn wir uns im Markt etabliert haben. Wir fangen jetzt mit den klassisch gedruckten Produkten an, die wir in die digitale Welt begleiten wollen. Herr Gläser, wir haben im Vorgespräch besprochen, da habe ich gehört, dass Sie eigentlich sehr erfolgreich mit Paid Content, mit Angeboten, mit Klingeltönen, mit Musikdownloads und Apps und erfolgreich sind. Was sehen Sie, können Ihre Printkollegen eigentlich von Ihnen lernen? Denn Vodafone macht einen deutlichen Umsatz mit diesen Angeboten. Ja, ich meine, muss vielleicht dazu sagen, ich denke, es fällt uns wahrscheinlich leichter, weil wir haben ein Ecosystem, von dem hier gesprochen wird, aus Hardware-Anbieter, Kunde, den wir bedienen mit Endgeräten und dann generieren wir eine Reichweite und on top bieten wir ein Bezahlsystem an. Das ist ja das große Thema, wenn Verlage ins Internet gehen, wie komme ich eigentlich ran an den Kunden, wie kann ich eigentlich abrechnen und ist es dann auf Kundenseite eigentlich eine Customer Experience, die auch ansprechend ist. Ist das einfach? Ist es so, don't make me think, aha, das geht runter von meiner Telefonrechnung. Ich glaube, dass das ein Vorteil ist für das, was wir im Bereich Paid Content machen. Das sind ja Contents im Bereich Entertainment, Music, Videos, dann die ja nun schon seit vielen Jahren bekannten Ringtones, also Klingeltöne, Ringbacktones, das ist die Musik, die Sie hören, neuerdings, wenn Sie jemanden anrufen. Ich glaube, dass es dieses Ecosystem ist, ich glaube, dass es eine Customer Experience ist, die ineinander greift und da laden wir natürlich unsere Kollegen von den Verlagen ein. Wir haben heute schon über 120 Content-Partner, sowohl aus der rein digitalen Welt, wenn Sie so wollen, als auch aus der Printwelt und ihren digitalen Ablegern, die mit uns zusammenarbeiten und das sehr erfolgreich tun. Damit ist Content nicht mehr King, so wie Sie es sagen. Sie sagen, der Zugang zum Kunden, das einfache Abrechnungsmodell, das sind die Dinge, die erfolgreich sind. Ich glaube, es gibt mehr als einen King. Ja, also ich meine, denn dieses reine Content wird, glaube ich, immer King sein im Sinne von exklusive Inhalte, die werden, egal ob in Printform oder digital, nachgefragt. Ja, Menschen sind neugierig und sind auf der Suche nach exklusiven Informationen im Medienmarkt. Und die verkaufen sich, wie wir wissen, auch am besten. Aber wenn Sie über diese neue Welt denken, über die digitale Welt, dann kommt etwas dazu. Das ist die Frage, wie bringe ich es denn ran an meinen Kunden und welche Möglichkeiten gibt es? Wenn Sie über das iPad oder Pads nachdenken, dann ist es eine ganz andere Customer Experience. Und das ist für mich der zweite King, mindestens mal, der noch dazu kommt. Und der dritte ist dann eigentlich die Qualität des Endgeräts. Und diese drei Könige, glaube ich, sind es eigentlich. Herr Dr. Weiß, NTV. Im Prinzip stehen Sie ja völlig im Wettbewerb, wenn es um Informationen geht, mit den Verlagen. Trotzdem verfolgen Sie eine völlig andere Strategie bei NTV mit Online-Angeboten, als es die Printverlage tun. Warum? Ja, vielleicht zunerst mal vielen Dank, PwC, für die Einladung, denn ich falle so ein bisschen aus der Reihe hier. Es geht um Paid Content und vor allem das Ganze in Bezug auch auf die Verlage und die Verleger.
Ich arbeite beim Fernsehen, ich arbeite beim frei empfangbaren Fernsehen und um es noch schlimmer zu machen, ich arbeite beim Nachrichtenfernsehen, das verschiedene Plattformen bedient, nicht nur TV, sondern auch online ein freies, sehr erfolgreiches Angebot anbietet und neuerdings auch Apps, Apps für mobile Nutzung, auch kostenfrei. Insofern bin ich so ein bisschen das Enfant terrible wahrscheinlich. Ich habe freies Geleit raus zugesichert bekommen, möchte aber... ja, wir haben uns dazu entschieden und Sie können mir glauben, wir haben das intensiv diskutiert, eine Variante gerade im mobilen Bereich zu wählen, die da heißt, Herr Siebenhaar würde sagen, wir machen erstmal die Kirche voll und dann geht der Klingelbeutel rum. Ganz so würde ich es nicht ausdrücken. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir auf Reichweite setzen, dass wir unsere Nachrichten-App frei anbieten, die Downloadzahlen zeigen, und das ist sicherlich kein Wunder, dass wir bei NTV ein Stück weiter sind als Bild und Welt zusammen. Das ist insofern kein Wunder, denn klar ist ein freies Angebot immer etwas erfolgreicher. Wir liegen also mittlerweile schon weit über 500.000 Downloads allein beim iPhone. Dazu kommen Android, BlackBerry, Samsung und Nokia. Das heißt, das ist im Moment ein ganz starkes exponentielles Wachstum, das wir da erleben. Und wir setzen, was das Geschäftsmodell betrifft, ganz klar auf ein werbefinanziertes Modell. Wir haben analysiert, was ist denn eigentlich für den Erfolg einer Nachrichten-App wichtig, wenn man sie als Paid-Content anbieten würde. Und wir kamen zum Schluss, dass der Nutzer erstmal in der Lage oder bereit sein muss, für diesen Mehrwert zu bezahlen. Und das ist eine ganz individuelle Entscheidung in einem Markt, wo öffentlich-rechtliche Sender mit Angeboten wie heute.de und tagesschau.de präsent sind, demnächst auch im App- und im Mobilmarkt präsent sind, macht es für NTV keinen Sinn, das Ganze zu verschlüsseln oder in irgendeiner Art und Weise dafür Geld zu verlangen. Da sind wir der Verlierer, so realistisch, glaube ich, sind wir. Der zweite Aspekt ist, dass der Wettbewerb natürlich, und das ist nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern das ist auch ein Teil der Verlage, die ihre Inhalte auch frei anbieten, dazu führt, dass wir sagen, wir sind nicht so einzigartig, dass wir das für Bezahlung anbieten können. Und der dritte Aspekt, der wurde hier schon als King diskutiert, natürlich spielt das Zahlsystem, also die Endgeräte und die Systeme dahinter eine Riesenrolle. Da werden wir sicherlich sehen, dass Firmen wie Apple, aber wir haben es bereits auch bei Amazon.de gesehen, die dominieren den Markt, denn der Nutzer ist faul, der will die Angebote einfach bezahlen. Der möchte auch nicht jedes Mal, wenn er was bezahlt, seine Kreditkarte neu eingeben. Das nervt auf Dauer. Und aufgrund dieser drei Faktoren, die ich jetzt geschildert habe, sind wir zu dem Schluss gekommen. Wir rechnen für uns rechnet sich eher ein werbefinanziertes Modell. Wie die Zukunft in dem Fall aussieht, das, glaube ich, weiß keiner hier am Tisch. Aber es gibt einfach verschiedene Faktoren, die da bewertet werden müssen. Herr Müller, die Prognosen aus Ihrem Haus waren ja nicht wirklich optimistisch, wenn es um Paid Content geht, was wir da gerade gehört haben. Sehen Sie trotzdem Chancen für Paid Content in der Zukunft? Und wie könnte so ein solches erfolgreiches Geschäftsmodell aussehen? Da müssen wir vielleicht doch etwas nochmal zurückblicken, bevor wir in die Zukunft schauen und auch sehen, wie sich die Sache im offenen und stationären Internet entwickelt hat. Das ist heute Morgen auch schon angesprochen worden, Gratiskultur, aber auch Problem, Urheberrecht, Leistungsschutzrechte. Da hat es eine Weile gedauert, würde ich mal sagen, bis sich einige erfolgreiche Bezahlmodelle dann doch entwickelt haben und durchgesetzt haben, auch unter Berücksichtigung von, wie soll man sagen, strafrechtlichen Maßnahmen. Man musste eben doch auch mal das Urheberrecht anpassen und man musste da die Dinge auch verfolgen. Das wissen Sie auch aus USA. Dort war das auch nötig und das ist auch weltweit sehr unterschiedlich. Aber das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, den hat der Herr Döpfen heute Morgen auch erwähnt, Leistungsschutzrecht, Urheberrecht. Das hat eine Weile gedauert und da können Sie in unserem Outlook, der Kollege hat es vorgetragen, da gibt es natürlich erfolgreiche Bezahlmodelle. Die gibt es im Fernsehen, ja, die gibt es bei der Musik, die gibt es bei Video on Demand und so weiter. Und jetzt haben wir ein neues Phänomen, das ist das mobile Internet mit den Smartphones. Und jetzt fangen wir wieder ein bisschen vorne an. Ja. Wir fangen jetzt wieder an, hier Erfahrungen zu machen. Grundsätzlich
ist es aber im gleichen Spannungsfeld zu sehen. Gratiskultur, der Herr Weiß, ich darf vielleicht noch etwas Werbung für Ihren Artikel in unserem Outlook machen, hat da die Gravitationsformel für erfolgreichen Content erfunden. Er hat es gerade so in etwa erläutert, drei Faktoren, die alle gegeben sein müssen. Und auch das ist natürlich bei den Apps und bei den iPhones und bei den Smartphones und bei Pay-Modellen wichtig. Wobei man natürlich das Problem des Leistungsschutzrechts wurde genannt, vielleicht bei proprietären Systemen nicht so betonen muss. Die Frage ist allerdings, ob sich auf Dauer eben diese proprietären Systeme wie das iPhone durchsetzen oder ob sich Google mit Eric Schmidt durchsetzt. Das ist eine Frage, die zu diskutieren ist. Aber wir haben sicher gute Chancen, erfolgreiche Bezahlmodelle auch in Form von Apps bei den Dingen, wie der Herr Weiß auch gesagt hat, wenn diese Faktoren erfüllt sind, umzusetzen. Müsste doch eigentlich den beiden Herren vom Print Verlag, wenn Sie hören, was Herr Weiß vorhat in der Zukunft und Sie stehen im Wettbewerb mit ihm bei Nachrichten, müssten Sie sich doch eigentlich ärgern. Da verschenkt einer seine Nachrichten mit einer großen Marke, NTV, und Sie von Springer und Gründer und ja, versuchen Online-Kioske zu gründen, Sie versuchen das zu verkaufen, das müsste Sie doch ärgern. Also mich wird es ärgern an Ihrer Stelle. Uns ärgert es jetzt nicht, weil wir fahren ja auch im Hause unterschiedliche Strategien und je nachdem, welche Kunden mit welchen Geschäftsmodellen wir erreichen. Ich glaube, es gibt nicht ein Patentrezept, welches wir anwenden können, um dann wirtschaftlich unsere Geschäfte betreiben zu können. Das heißt, klar, es wird auch in der Zukunft in vielen Bereichen freien Content geben, im Internet oder auch in Apps, werberefinanziert. Nur ich glaube, und das ist jetzt nochmal die Diskussion um Content, ist Content King? Ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, Content und den Nutzer, also gerade verlegerischen Content, als integriertes Angebot auch gebündelt zur Verfügung zu stellen mit allen Diskussionen und Punkten, die wir gerade diskutiert haben, einfaches Bezahlen und so weiter, einfache Verfügbarkeit, always on, etc., dann laufen wir Gefahr, dass das Content eine Commodity ist. Einzelne Marken werden es schaffen, das zu refinanzieren, aber in der Breite, in der Gattung Presse oder digitale Presse oder Medien, wie auch immer Sie das E-Publishing in der Zukunft nennen mögen, werden es schwer haben, dann wirklich in der Breite, wie wir es kennen, dann wirklich ihre Produkte zu refinanzieren, weil dann ist es eine Commodity und dann werden die Rosinen rausgepickt und der Nutzer bleibt an der einen oder anderen App hängen, aber es ist kein breiter Markt, wie wir ihn in der Vergangenheit kennen. USA, Hulu ist, glaube ich, da auch nochmal ein gutes Beispiel, wo es geschafft wurde, diesen Content so attraktiv zusammenzuführen aus verschiedenen Unternehmen und für den Nutzer eine tolle User Experience geschaffen wurde. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance, auch Paid Content durchzusetzen. Ich sehe es im ersten Bereich, sehe ich es eh nicht, überhaupt gar nicht böse, weil Sie es eben ja aus eigener Kraft machen. Wenn Sie sich mit Werbung finanzieren können, herzlichen Glückwunsch, ist eine sportliche Herausforderung, kann man schaffen. Anderes Thema, auch heute Morgen schon mal angesprochen worden, ist halt die Kollegen, die es nicht über Werbung machen müssen, sondern über Gebühren und das Ganze dann frei nennen, obwohl sie jeden Monat von jedem Haushalt in Deutschland Geld einsammeln. Das andere Thema ist aber, was wird es denn für Content-Angebote in der Zukunft geben? Und da kann ich jetzt nur eine persönliche Meinung geben. Ich sehe so ein bisschen, was die Kollegen, die jetzt bei Bild und Welt, Bild hat noch keine iPad-App raus, die werden aber so gut Bild in nicht allzu ferner Zukunft mit einer nachkommen, was die für einen Aufwand betreiben, diese Applikation zu bauen. Und da geht es nicht nur darum, dass man Content, den man irgendwo liegen hat oder den man sich von der DPA holt oder irgendwo noch an Filmmaterial irgendwo stehen hat, irgendwie in so eine Applikation zusammenschranzt. Sondern wird ein extrem hoher Aufwand betrieben, um da ein Produkt draus zu machen, das sehr hochwertig ist. Deswegen finde ich immer dieses Label so Paid Content ist so ein schwieriges Label, weil es klingt immer so, als würde man, dadurch, dass man es jetzt auf Bezahlen umstellt, hätte man jetzt eine Lösung. Wir haben ein Produkt und jetzt legen wir ein Preisschild drauf und damit ist das Thema gut. Das ist einfach gar nicht, was wir da vorhaben. Also die Idee ist, dass man sagt, man muss den Leuten was bieten, für das sie zahlen wollen und dafür muss man doch sehr große Mühen auf sich nehmen. Und ich glaube, dass man solche Produkte in so einer Qualitätstiefe und mit so einem Aufwand umsonst nicht in den Markt stellen kann. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie das geht. Dass es daneben aber einen Bereich geben mag, auch noch in der ganzen Zukunft, wo man sagt, da gibt es Free-Angebote, die irgendwo erhältlich sind und den Leuten sie auch bedienen, gerne. Wir sehen übrigens auch, und das finde ich persönlich mal ganz spannend, gerade bei den Apps, die wir machen, und die nicht nur erfolgreich sind sozusagen an der Anzahl der Download-Vorgänge, sondern eben auch an der Nutzungsintensität, die diese Apps irgendwie auch über ihre Lifetime begleiten.
Wir haben zeitgleich zu den Apps auf dem iPhone eine freie mobile Internetseite von Bild und von Welt. Auch da sind die gleichen Inhalte drauf. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hier exklusiv die bisschen besseren Sportbilder, die bisschen heißeren Geschichten von den Stars gibt es nur in der Paid-App. Nee, die Inhalte bekommen Sie frei genauso. Und trotzdem laden sich Leute die App runter, weil einfach die Art von Usability, die da geboten wird, die Art und Weise, wie Content da aufbereitet wird und wie man den einfach rezipieren kann, so viel angenehmer ist. Und das ist ein Mehrwert. Und das ist der zweite Grund, weswegen ich dieses Label Paid Content immer ein bisschen schwierig finde, weil ein ganz großer Teil von dem, was da an Wert drin steckt, für mich eigentlich immer Paid Services ist. Das Medienbudget, Sie haben ja nun am meisten Erfahrung, Herr Gläser, was Konsumenten bereit sind für Apps, für Paid Content in der klassischen Definition noch auszugeben. Haben Sie eine Ahnung, wie sich das in den letzten Jahren verschoben hat? Ist es wirklich so gewachsen? Ist der Konsument wirklich bereit, sein Budget immer weiter zu erhöhen? Also ich meine, das ist die Frage, auf welche Datenbasis guckt man da? Ne? Also, auf die Abrechnung der Telefonkunden. Auf die Abrechnung der Telefonkunden. Das können Sie im Markt sehen, der hat sich wunderbar entwickelt. Ne? Und auch das mobile Internet entwickelt sich ganz prächtig. Ja? Ich wollte auch noch, bevor ich die Frage versuche zu beantworten, zu diesem Thema etwas sagen. Nichts gegen das Produkt NTV, das ist großartig und klasse und ich glaube als News-Label richtig gut. Ja? Nur die News, die Sie haben und die Sie verkaufen würden, die kriege ich halt an jeder Würstchenbude. Ja? Und ich glaube, das ist dann eben einfach... Darf ich gleich widersprechen? Ja. Okay, immer ein bisschen zugespitzt. Ja, also ich kriege sie auch anderswo im Web, vielleicht auch anders aufbereitet. Aber das ist ja nichts Exklusives. Und da müsste ich mich als Kunde ja wirklich fragen, gehe ich jetzt, um Ihren Punkt aufzugreifen, zu Vodafone und bezahle eine NTV-App auf welchem Endgerät auch immer, sei es das Windows Phone, weil wir vorhin über die drei Könige gesprochen haben, sei es ein Android Phone, also das Endgerät, dieser Teil dieses Ecosystems oder etwas anderes. Darum geht es ja eigentlich nicht. Und die Frage ist, was kriege ich da eigentlich als Kunde? Ne? Die Frage ist, haben Sie was wirklich Exklusives, das Sie vielleicht nur auf diesen Plattformen anbieten? Einen speziellen Analystenbericht zur Wirtschaftskrise? Oder einen speziellen Bericht zu Auslandsthemen. Und da haben Sie Ihre Zielgruppe und bieten Sie das eigentlich nur in diesem Kanal an, weil Sie vielleicht sagen, naja, das ist at your fingertip. Ja? Das ist gleich da und da ist die Bereitschaft offensichtlich da, wenn Sie über Apps reden, auf dem iPhone gegenwärtig zu bezahlen. In Klammern, dieser Markt ist einer, der ist jetzt ganz neu. Ja? Sie haben viele Kunden, die probieren mal aus. Und dann hole ich mir mal eine Bild-App und dann hole ich mir mal eine andere und dann schauen wir mal. Und ich glaube, man muss das mal ein bisschen langfristig betrachten, wie sich diese Mediennutzung eigentlich ändert. Geändert hat sich nicht die Bereitschaft, diese Contents downzuloaden. Ja? Lassen Sie, bevor wir das genau, ja. Über das Budget kommen wir gleich nochmal. Da würde ich gerne, was die Würstchenbütchen-Mentalität von NTV bedeutet, gerne Ihnen die Möglichkeit geben, darauf zu Antwort. Ich meinte damit, über diese News, die Sie vermelden, wird dort auch gesprochen. Ja? Also vielleicht haben auch die Würstchenbüter alle Fernseher und haben. Ich muss natürlich jetzt die Redaktion sowohl online als auch TV in Schutz nehmen und eine Lanze brechen. Natürlich sind wir nicht austauschbar, denn da sitzen Redakteure. Wir haben ja nicht einfach nur den dpa-Ticker abonniert und bringen den auf unserer Seite, sondern da sitzt eine Redaktion, die Eigenleistung erbringt, die die Auswahl übernimmt, die die Wichtigkeit der Meldung übernimmt. Und es gibt natürlich einen Punkt, der für NTV ganz wichtig ist. Wir haben natürlich den gesamten Bewegtbild-Content mittlerweile auf den Apps. Das unterscheidet uns auch von anderen, dass wir da natürlich eine ganze Reihe von exklusiven Inhalten hätten, die kein anderer anbieten kann in der Form, wie wir es tun. Dennoch haben wir uns dafür entschieden, das Ganze nicht als Pay anzubieten. Es ist zum einen, wie ich vorhin auch schon ein bisschen ausgeführt habe, die Tradition, aus der frei empfangbares Fernsehen kommt. Wir verkaufen, wenn man das ganz genau nimmt, am Ende des Tages Kontakte. Also das heißt, wir verkaufen Werbebotschaften oder Einbuchungen von Werbung und stellen den Kontakt zum jeweiligen Rezipienten her. Das ist das Geschäft, in dem wir uns ja befinden. Wir haben also eigentlich gar keine Erfahrung mit dem Thema Verkauf. Weil wir aber das Thema Medienbudget an der Stelle auch tangiert haben. Es ist ja heute schon so, Sie zahlen 17 Euro GEZ. Sie zahlen ungefähr 18 Euro für Kabel, wenn Sie ein Kabelhaushalt sind. Das sind so 60% der Bevölkerung. Sie zahlen einen DSL-Anschluss von mindestens 25 Euro. Sie zahlen vielleicht noch die Flatrate fürs Handy. Also wenn Sie das alles summieren, da sind Sie schon, ohne dass Sie auch nur einen einzigen Inhalt bezahlt haben,
die GEZ-Gebühr vielleicht mal außen vor gelassen, sind Sie bei gut 100 Euro und das ist wahrscheinlich sogar eher das untere Ende. Da muss man sich natürlich fragen, wie viel von frei verfügbaren Einkommen ist denn da, um danach noch zu sagen, jetzt buche ich mir noch Pay-TV dazu. Sie alle wissen, wie schwierig Pay-TV ist. Nicht umsonst heißt Premiere heute Sky mit einem neuen Anlauf. Auch da werden wir sehen, dass es sicherlich nicht auf einmal das Geschäftsmodell der Zukunft sein wird, Pay-TV zu machen. Auch in anderen Bereichen ist natürlich das Medienbudget limitiert. Und all diese Faktoren muss man, glaube ich, in Summe sehen. Da darf man nicht zu ideologisch rangehen und sagen, naja, wir sehen die Zukunft in Paid Content. Und Paid Content heißt für uns eben Vermarktung direkt an den Endkunden. Wir vermarkten unsere Apps ja auch. Kostenlos wollen wir das natürlich nicht hergeben, aber bei uns zahlt ein anderer dafür. Herr Müller, haben Sie einen Überblick über die Medienbudgetveränderung, weil das Thema jetzt immer wieder aufkommt und ich wollte es auch gerne mal an die verschiedenen Unternehmen geben. Haben Sie einen Überblick darüber, wie sich die Ausgaben des Nutzers für Medien, für Entertainment-Inhalte in den letzten Jahren verändert haben? Die haben sich ständig erhöht. Die Mediennutzung hat sich ständig erhöht, vor 10 Jahren von 6 Stunden, jetzt auf 10 Stunden. Und das Medienbudget hat sich erhöht, die Bereitschaft hat sich erhöht. Die 100 Euro ist aktuell, aber die Bereitschaft ist höher, das weiß man aus Umfragen, das kann auch auf 150 Euro gehen. Es hängt davon ab, was die Nutzer wollen. Und man darf das jetzt nicht nur auf Content beziehen. Das Internet und auch die Telefonie hat einen Kommunikationswert. Schon für die Kommunikation allein ist bereit, der Konsument etwas zu bezahlen. Das ist ein eigener Wert. Also Communication is also king. Content is king. Dafür ist man bereit zu bezahlen und dann hat das Ganze noch eine Business-Funktion. Also man sollte das nicht verengen auf Content und für wie viel Content ist der Kunde etwas zu bezahlen. Er ist auch schon allein für die Kommunikation bereit. Und das Budget steigt an. Die wirtschaftliche Lage verbessert sich. Wir hatten natürlich 5% Minus letztes Jahr, Bruttoinlandsprodukt. Die wirtschaftliche Lage bessert sich wieder. Das Wachstum steigt wieder an, auch international. Und da kann auch das Medienbudget wieder anwachsen. Also ich wäre da nicht so pessimistisch. Die Printkollegen, wenn Sie auf der einen Seite jetzt Paid Content liefern und Ihrem ein Kiosk, in dem man die Inhalte direkt kaufen kann, dann könnte es Ihnen ja eventuell passieren, dass die Menschen ihr Geld dafür ausgeben und gleichzeitig bei Ihren Printtiteln sparen. Haben Sie Angst vor einer Umschichtung oder glauben Sie, dass Sie weitere Einnahmen durch Paid Content, durch mobile Internetinhalte? Also zum einen sehen wir auch aufgrund der Ausweitung und der Nutzungssituation auch mehr der Zeit, die Menschen mit der Mediennutzung verbringen, dass generell erstmal der Markt wächst. Aber was ist die Konsequenz? Es nicht zu tun, es andere tun zu lassen? Also von daher stellt sich mir die Frage gar nicht. Weil wir müssen es machen, wir müssen unsere Produkte in die digitale Welt überführen, da unsere Kunden gewinnen und von daher ist das alternativlos. Da kann man jetzt Kannibalisierungsdiskussionen führen. Aber rechnen Sie mit einer Verschiebung, dass es von den Printtiteln hin zur elektronischen? Also wir rechnen mit einer Ausweitung und natürlich wird es auch in Teilen Verschiebungen geben, aber wer weiß, wie viel. Nur wenn wir es nicht machen, dann macht es ein anderer. Wenn man mal guckt, wie es bis jetzt gelaufen ist, man hat sich auch mal den Gedanken früher gemacht, dass Online-Print kannibalisieren würde. Ja, das sind ja auch die gleichen Inhalte am Ende des Tages. Ja, warum soll jemand für eine Zeitung zahlen, wenn er es umsonst im Internet bekommt? Diesen Effekt, den hat es einfach nicht gegeben. Und ich sehe keinen Grund dafür, warum es den mit Apps auf einmal geben sollte. Also ich glaube, das wird auch da sein, dass man da unterschiedliche Nutzergruppen anspricht und man unterschiedliche Nutzungssituationen auch anspricht. Und ich glaube, das wird sich wunderbar ergänzen. Klar, irgendwo wird es einen Teil geben, wo Leute sagen, jetzt brauche ich die Zeitung eigentlich mehr, aber das wird eher ein kleiner Teil sein. Also macht mir auch keine großen Sorgen. Dass die Zeitung digital stattfinden wird heute Morgen, war er leidenschaftlich davon überzeugt. Ja, aber das liegt ja weniger an der Kannibalisierung, sondern einfach daran, dass der Zeitungsleser einfach ein bisschen älter ist und der Onliner einfach ein bisschen jünger ist. Also da einfach eine Verschiebung über die Jahre stattfinden. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass irgendwie, gucken Sie in eigenen Familien irgendwie, meine Eltern nochmal die Zeitung weglegen, um jetzt auf dem iPad morgens am Frühstückstisch das zu machen. Also das glaube ich nicht. Herr Gläser, Sie haben die Zahlen ja am besten vor Augen. Sie sehen ja, was Ihre Kunden bereit sind. Medienbudget, Budget für Klingeltöne, nehmen wir das alles, das ist Entertainment-Medien. Sagen Sie uns, wie geht der Trend? Ist das ein rasches Wachstum? Geben die Leute wirklich immer mehr aus? Oder sparen Sie an der einen Seite und sagen, jetzt kriege ich meinen DSL-Anschluss ein bisschen preiswerter, dann kaufe ich mir noch 2 Klingeltöne oder eine App?
Ja, diesen Markt der mobilen Content-Downloads, also Download von Content auf mobile Endgeräte, auf Handys, den muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Der sinkt sogar eigentlich, wenn Sie in das Segment gucken, Music und dort insbesondere Ringtone und Ringbacktone. Das hat etwas damit zu tun, dass Sie erstens als Kunde sich das anderswo holen können, im Free Available Web. Oder das hat auch, und das hat etwas zu tun mit dem Preisverfall dort, der differenziert sich ja eher. Dann sehen Sie allerdings wachsende Umsätze halt im Bereich Apps, sehen Sie wachsende Umsätze im Bereich Daten und Datennutzung. Wenn Sie das mal als großes Paket letztlich sehen, ist der Punkt, den der Dr. Müller gemacht hat, das ist ja, so sehe ich es zum Beispiel, ist nicht nur die Information als solche, sondern auch die Verfügbarkeit derselben. Und dafür benötigen Sie so ein iPad, wie der Herr da vorne es nutzt zum Beispiel, am besten mit einer UMTS-Karte drin von Vodafone. Und dann haben Sie auch überall Zugang. Also das ist schon so. Ich glaube eben einfach, dass das wahrscheinlich so ein bisschen sich ergänzt. Da haben Sie einmal die Bereitschaft für Datenzugang zu zahlen, weil Sie Ihre Contents überall verfügbar haben möchten. Und dann probieren Sie mal den Content-Download und dann werden Sie sehen, in bestimmten Segmenten macht das Spaß. Music auf Ihr Handy oder auf ein anderes Gerät wie Pad, das machen Sie dann. Da mag es einen Shift geben. Sie kaufen sich keine DVD mehr, sondern machen es bei einem Music-Anbieter wie dem Bekannten und anderen. Und dann haben Sie am Ende des Tages sicherlich ein Medienbudget. Wenn wir drauf gucken, nicht drauf gucke, würde ich sagen, das ist eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren stabil geblieben. Was die Ausgaben des Konsumenten angeht, des Privatkunden, das steigt allerdings jetzt. Das steigt mit verfügbaren, exklusiven Inhalten, insbesondere im Bereich Video. Und das können wir, da können wir eine deutliche Tendenz sehen, dort auch in bestimmten Segmenten. Ich glaube, the time is now. Wenn wir darüber reden, ist der Kunde eigentlich mehr bereit zu zahlen. Der ist bereit, mehr zu zahlen. Der ist bereit, mehr zu zahlen für Verfügbarkeit von Informationen, überall da, wo er diese Informationen haben möchte. Das ist klar. Und wenn Sie das mit dazu rechnen bei der Frage nach Content, Content-Verfügbarkeit, Availability, Accessibility, dann ist es sicherlich so, Kunden sind bereit, mehr zu zahlen. Und Sie haben ja heute durchaus den Kunden, der sagt, also ich habe ein Smartphone, da habe ich einfach mein Internet-Device, da ist eine UMTS-Karte drin, dann hat er sein ganz normales Telefon und jetzt kommt vielleicht noch ein Pad dazu, wo man auch eine UMTS-Karte reinschiebt. Ja? Also da sehe ich eigentlich den größten Zuwachs in den nächsten Jahren. Da müssen Sie doch, wenn der Kunde bereit ist zu kaufen, wenn nur das Angebot stimmt, eigentlich mit den Herren aus den Medien einen wunderbaren Deal machen können. Die haben den Inhalt ist attraktiv und sie bringen ihn leicht zum Kunden. Warum haben wir noch nichts davon gelesen oder gehört in der Vergangenheit? Vielleicht haben Sie es schon genutzt. Wir tun das eigentlich. Wir machen das eigentlich. In Vodafone Live, das ist unser Angebot, unser Portalangebot im mobilen Internet. Als Vodafone-Kunde, wenn Sie dort den Internetbrowser öffnen, kommen Sie auf Vodafone Live. Und da haben wir heute schon ein Portal, in das wir über 120 Content-Anbieter eingebunden haben aus der rein digitalen Welt. Wir haben mit den Kollegen von Springer zusammengearbeitet vor einem halben Jahr, haben dort eine Bild-App getestet und machen andere Sachen mit Verlagen. Das ist so. Also wir sind offen für diese Kooperation und können halt eben einen dieser Kings, von dem wir überzeugt sind, anbieten. Das ist der einfache Zugang zum Content und halt eben die einfache Abrechnung über die Telefonrechnung. Denn das ist es letztlich, was der Kunde ja auch sucht. Jetzt haben wir 15 Jahre lang eigentlich das freie Verfügung aller Inhalte, alles, was im Netz gab. Niemand hat es dafür bezahlen müssen. Jetzt auf einmal kommen die Verlage als Vorreiter, alle anderen ja auch, immer stärker auf die Idee, es muss endlich was bezahlt werden, sonst wird sich das auf lange Dauer nicht rechnen. Bitte, wie soll der Konsument das jetzt lernen nach 15 Jahren? Die Bereitschaft, im Netz zu kaufen, ist eine andere Bereitschaft als Musik oder ihre Downloads. Das bin ich gewöhnt zu bezahlen. Bücher, Filme habe ich immer bezahlt. Aber auf einmal soll ich für Printinhalte zahlen, auf einmal eventuell für Fernsehinhalte zahlen. Wie wollen Sie das schaffen? In kurzer Zeit? Oder was ist Ihr Zeithorizont?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die da ganz wichtig sind. Das Produkt ist das eine, was ganz wichtig ist, und das Umfeld ist, was ganz wichtig ist. Beim Umfeld haben wir momentan ein paar Effekte, die sehr, sehr gut zusammenkommen. Wir haben eine Geräte-Generation, eine Geräteklasse jetzt im Markt, die wahnsinnig hilft. Und zwar in ein paar Hinsichten. Einmal erlaubt die Navigierbarkeit von Content, die attraktiv ist. Das sind ein iPad oder auch ein iPhone oder alle anderen smarten Devices, die da kommen. Und auch bei den Tablets werden wir noch viel sehen. Ich glaube, es sind momentan irgendwie knapp 270 angekündigt, die den Markt in den nächsten Monaten erreichen werden. Also da wird viel Buntes passieren. Sind persönliche Geräte, sind Geräte, die man immer bei sich hat auf eine Art. Das ist auch nochmal anders als ein PC, der irgendwo steht und der von der Familie oder von Kollegen irgendwie mitgenutzt oder gesehen wird. Das sind Geräte, die immer online sind. Die schreien danach, mit Inhalten befüllt zu werden. Ich habe ganz am Anfang ein iPad gehabt, weil wir darauf testen mussten, nur mit WLAN, ohne die 3G-Karte. Da wird sich ja Leser jetzt gleich furchtbar freuen. Das ist Quatsch. Weil man dieses Gerät irgendwie hat und man kann das irgendwo an zwei, drei Orten benutzen oder in manchen Cafés, aber eben nicht ständig überall. Das macht erst dann Sinn, wenn man es überall benutzen kann und dann will man aber auch was drauf haben. Und die Geräte haben mit dieser App-Ökonomie und mit dieser Store-Ökonomie diese ganze Barriere bezahlen fast vollständig wegfallen lassen. Im App-Store was zu kaufen, geht halt so. Da denkt wirklich keiner mehr drüber nach. Insofern haben wir da jetzt gerade eine sehr schöne Gelegenheit, Paid zu platzieren, und diese Geräte erlauben uns aber auch, eine Art von Produkt zu bauen, die wir vorher nicht bauen konnten. Ich glaube, dass bei dem, was eine klassische Website ist, viel von dem nicht sichtbar wird, was eigentlich redaktionelle Arbeit ist. Weil das, was eine Zeitung eigentlich mal ausgemacht hat, dass man das Gefühl hat, da liefert einem jemand was hin, das ist fertig, das ist, fängt irgendwo an, das hört irgendwo auf, das ist eine selektive Auswahl, da ist alles Relevante für mich drin, das ist so geordnet, dass es mir Spaß macht, das ist so gelayoutet, dass es mir Spaß macht, das findet auf einer Webseite kaum statt, aus vielen Gründen, wo wir uns selber einen Schuh anziehen müssen, weil die natürlich sehr SEO-optimiert sind, das macht sie teilweise nicht schöner, so die 160 besten Cafés in München auf 160 verschiedenen Seiten zu finden, macht nicht viel Spaß. Es ist aber auch so, dass die editorielle Ordnung weg ist. Also es laufen, glaube ich, auf bild.de am Tag neben den Agenturmeldungen, die da auch noch reinlaufen, über 600 Artikel rein aus den verschiedenen Bild-Zeitungen in Deutschland. Das ist wahnsinnig viel Inhalt. Da geht keiner mehr auf die Seite drauf und sagt, alles klar, wenn ich da jetzt morgens mal anfange um 8, dann bin ich um 8.45 Uhr mit dem Thema durch und ich habe alles Relevante gelesen. So, dadurch fällt diese ganze redaktionelle Ordnung weg, die einen Wert ausgegeben hat. Noch schlimmer wird es, wenn ich auf so eine Seite über eine Suchmaschine gehe. Da suche ich nur noch eine Nachricht, gehe auf die Seite drauf, finde diese Nachricht und gehe wieder raus. Dass sich jemand die Mühe gemacht hat, das irgendwo rauszusuchen oder in ein Umfeld zu setzen, das fällt dabei völlig weg. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann man bei solchen Produkten nachholen. Und das ist ein ganz gutes und befriedigendes Gefühl auch zu sagen. Also es gibt, die Bild-App ist eine, die sich den ganzen Tag über updatet, aber es gibt auch eine Welt-App auf dem iPad mittlerweile, die sich nur zweimal am Tag updatet, die also so ein bisschen mehr so einen Ausgabencharakter hat, finde ich persönlich total befriedigend. Wenn man wirklich das Ding aufmacht und liest, hat das Gefühl, jetzt habe ich aber auch irgendwo das gesehen, was ich sehen muss und muss nicht in 5 Minuten nochmal, hat sich jetzt was geändert, wo ist der Artikel jetzt hingerutscht, der war doch vorhin hier, der ist nicht mehr da. Das heißt, ich glaube, da gibt es ganz viele Gelegenheiten, das wieder aufzuladen mit einem Wert und dass das eben auch ein Wert ist, für den Kunden bezahlen wollen. Herr Müller, Sie haben einen guten Überblick über andere Länder und über den Markt insgesamt. Was sind für Sie die Erfolgsfaktoren, dass der User endlich anfängt zu lernen, er kriegt professionelle Contents im Internet? Ja, ich würde sagen, das liegt eher in der Infrastruktur. Ja? Die User unterscheiden sich weltweit nicht so sehr, die Infrastruktur unterscheidet sich sehr. Sie haben in verschiedenen Ländern in Asien einen sehr hohen Smartphone- oder Mobilitäts-Penetration. Ja? Die ist höher als bei uns und auch höher als in den USA. In den USA ist sie etwas höher als hier. Breitbandzugang, Breitbandpenetration ist eine große Frage. Wie groß ist die Breitbandpenetration? Die ist in den USA höher als bei uns und als in Asien. Und der dritte Faktor, den der Herr Döpfner natürlich auch erwähnt hat, der ist, wie ist es mit der Gratiskultur, wie ist es mit den Leistungsschutzrechten, wie ist es mit den Urheberrechten? Also ich würde den Unterschied nicht so sehr beim Konsumenten sehen. Ich würde ihn im Rechtsrahmen und in der Infrastruktur sehen. Weil eine Frage ist ja immer, das haben wir auch heute Morgen gehört, im Prinzip, was Pay-TV in Deutschland passiert ist, durch diese hohe Vielfalt der Angebote, könnte das nicht auch Paid-Content den Verlagen oder der Medien im Netz passieren? Es gibt so viele Alternativen. Ja, warum soll ich dann dafür bezahlen, es mir zu holen? Gut, da muss man auf der einen Seite auf die Formel vom Herrn Weiß
rekurrieren, die Ihnen jetzt nicht zur Verfügung steht. Ich will Sie, Sie dürfen sie nochmal vortragen. Sollten Sie nochmal vortragen. Das ist quasi die Gravitationsformel. Plus, ich würde noch den Punkt Urheberrecht und Leistungsschutzrecht, das hat der Herr Döpfner auch erwähnt, dazugeben, wenn man natürlich diese Apps, die hier gegen Bezahlung verbreitet werden, leicht kopieren und weiterverbreiten kann, dann ist das Modell tot. Glauben Sie, das einzige Problem ist der Kopierschutz, ist nicht einfach diese Fülle von, ich glaube, 9 Millionen deutsche Internetseiten gibt es im Moment, dass man einfach eine solche Auswahl hat. Ja, aber die Herren haben das alle schon erwähnt. Das sage ich doch nicht. Ja, doch, die Herren haben das ja alle schon erwähnt. Es kommt darauf an, dass Sie einen für Sie geeigneten Mehrwert bekommen, dass Sie einen Wettbewerbspreis bezahlen und dass der Zugang absolut komfortionell ist, ja, und das Bezahlsystem. Und dass Sie es woanders nicht umsonst bekommen. Das ist die Problematik. Vielleicht kann ich da auch noch mal ergänzen. Also sicherlich sind wir da in einer frühen Phase der Entwicklung und wir müssen uns schon genau anschauen, was 99 auch passiert ist mit dem Internet etc. Durch den Wettbewerb, wenn wir freien Content zur Verfügung haben oder auch andere Modelle, laufen wir natürlich Gefahr, dass gerade für die Vermarkter, also für die Anzeigenkunden, die Reichweite wieder explodiert und damit dann auch wieder verfügbares Inventar einfach so steigt, dass ich nachher die Monetarisierung, die heute bei den Apps vielleicht sehr gut funktioniert, weil ich sehr exklusiv, sehr spitz auch Zielgruppen erreichen kann, dass das in 5 Jahren vielleicht ganz anders aussieht. Also von daher müssen wir schon sehr sorgfältig mit unserem Content umgehen, wenn wir diese Free-Modelle fahren, zu sagen, also wie bin ich positioniert und was passiert mit dem Markt und ja, wenn das Anzeigeninventar gegen unendlich geht, dann geht der Preis gegen null. Also von daher kann ich den Kunden auch über andere Apps dann in Zukunft auch erreichen und das ist natürlich dann für Herrn Weiß in der Refinanzierung dann auch kritisch. Herr Weiß, Ihr Modell, genau. Das ist ganz entscheidend. Herr Müller schon so viel geworben dafür. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Werbefinanzierbarkeit ist natürlich ein Thema, die nur dann gegeben ist, oder der Werterhalt auch der Kontakte, wenn Sie eine limitierte Anzahl von Kontakten haben. Das sehen wir heute im Online-Markt, dass es nicht ganz einfach ist, diesen Wert zu erhalten. Und natürlich ist es so, wenn alle auf das freie Modell setzen, plus öffentlich-rechtliche Angebote noch dazukommen, die Reichweite auch nochmal erhöhen, zwar ohne Werbung, dann wird es schwierig und eng. Ja, die zitierte Formel, zugegebenermaßen, die ist nicht Nobelpreisverdächtig. Sie stammt auch nicht von Einstein, sondern es sind im Grunde genommen nochmal einfach diese drei Faktoren, die eine Rolle spielen, bei der Bewertung, ob Paid Content funktionieren kann. Das erste ist der Inhalt und dabei geht es nicht um den Inhalt per se, sondern um den ganz persönlich gefühlten Mehrwert des Inhaltes. Der eine ist dazu bereit, für die Bild zu bezahlen, der andere nicht. Der eine bezahlt für Pay-TV, der andere nicht. Das ist aber eine Entscheidung, die jeder Einzelne und für sich treffen muss. Das sagt noch nichts über die Qualität des Inhaltes aus. Der zweite Punkt ist ganz klar der Wettbewerb. Also wie verhält sich mein Wettbewerb? Wie viele Wettbewerber gibt es im Markt? Und da sehen wir natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Digitalisierung, über die wir seit 10 Jahren, glaube ich, oder noch länger reden, führt im Moment erstmals dazu, dass dieses Thema Konvergenz, das durch die Digitalisierung ausgelöst wird, also das Zusammenbringen von Texten, Bildern, Videos, auf einmal schrittweise Realität wird. Wir haben da lange drüber gesprochen. Auf einmal merken wir, die Angebote kombinieren diese Inhalteformen. Und an der Stelle ist eben Wettbewerb der entscheidende Punkt. Wenn ich nicht ein so exklusives Produkt anbieten kann, für das es wirklich kein Substitut gibt, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der für Paid Content spricht. Und der dritte Faktor, den hatten wir ja auch schon zitiert, ist das Thema Zahlungssysteme, Bequemlichkeit und ganz zum Schluss auch die Faulheit der Nutzer. Keiner von uns will einen Riesenaufwand betreiben, um irgendwo was zu bezahlen. Das sind die Erfolgsrezepte der großen Online-Stores, die es gibt. Deswegen gibt es auch nicht 25 Mal Amazon in Deutschland unter anderem Namen, sondern eben nur einen oder vielleicht 2, 3 Player, weil die Geduld der Nutzer ja auch beschränkt ist. Naja, und die Quintessenz dieser Formel ist, dass es eben nicht reicht, wenn einer dieser Faktoren funktioniert oder gut ist, sondern dass diese drei Faktoren zusammenspielen. Wenn einer der Faktoren null ist,
ist, hat also der individuelle Mehrwert gefühlt null ist, dann funktioniert auch Paid Content nicht. Wenn der Wettbewerb stark ist, dann gibt es auch keine Möglichkeit, Paid Content durchzusetzen. Und wenn Sie kein Zahlungssystem haben, das funktioniert, weil Sie nicht Amazon.de heißen, sondern mein Buchladen um die Ecke.de, dann haben Sie auch ein Problem. Dann werden die Nutzer Sie vielleicht toll finden, aber da brauchen Sie schon verdammt gute Angebote, dass jemand da bei Ihnen Kunde wird und kauft. Insofern vielleicht das ein bisschen als Erklärung oder auch Bewertung, warum wir nicht in Paid-Content-Strategien investieren. Ich sage Ihnen aber ganz offen, das ist keine ideologische Aussage, sondern wir würden gerne Paid-Content machen, wenn ARD, ZDF Paid-Content im mobilen Bereich anbieten. Wenn sich alle Verlage dazu entschließen, Paid-Content zu machen, ja, dann würden wir uns dem nicht verschließen und sagen, dann zerstören wir hier einen Markt. Allerdings ist diese Abstimmung so ja kaum möglich, denn Sie haben so viele verschiedene Player mit vielen unterschiedlichen Interessen im Markt. Und wir hatten es heute Morgen bei Herrn Döpfner gehört, bis die öffentlich-rechtlichen Sender sich dazu entschließen oder auch gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Apps als Pay anzubieten. Da werden viele Jahre vergangen sein und bis dahin haben wir eine Gratiskultur, auch im mobilen Bereich. Sehen Sie sich eher in der Konkurrenz zu ARD und ZDF oder sehen Sie eher zur Konkurrenz der beiden oder der Verlage? Wir sehen uns je nach Angebot mit allen in der Konkurrenz, die Nachrichten anbieten, egal in welcher Form. Und Digitalisierung bringt diese Konkurrenz auch stärker zum Vorschein. Ich sage immer, unser Angebot im Internet, ntv.de, ist nichts anderes als elektronische Presse. Also die Videos haben bis vor 2-3 Jahren da eine untergeordnete Rolle gespielt. Das war ein Printangebot, was wir da angeboten haben. Das ist eine reine Online-Redaktion, die besteht aus Text-Bild-Menschen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten als ein TV-Redakteur. Die können Sie auch nicht zusammenwürfeln. Und in Konkurrenz, was Bewegtbild betrifft, sind es natürlich nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern alle Nachrichtenangebote in Deutschland im Fernsehen. Also erstmal die drei Punkte sind völlig richtig. Also das ist völlig, völlig unbestritten. Ich glaube, ich kann Ihnen ein bisschen Hoffnung machen, was das Thema Wettbewerb betrifft. ARD und ZDF, muss ich jetzt mal ausklammern, das ist eine Sondersituation. Ja, dass es da zwei Jungs gibt, die einfach Zugriff zur großen Geldbörse haben und sich da nicht weiter drum kümmern können, das ist halt ein bisschen unfair. Bei allen anderen, zumindest auf der Verlagsseite, muss ich aber sagen, das wird ja lange diskutiert, das Thema. Wenn man nur so ganz grob so eine Tonalität wiedergibt, wenn man so vor 2 Jahren und auch vor 1,5 Jahren und vielleicht auch noch vor 1 Jahr, als das so losging, dass Herr Dr. Döpfner so sehr mutig mal gesagt hat, wir machen jetzt Paid Content, das ist ein Riesending, da waren eigentlich die ganzen Verlagskollegen immer so ein bisschen so nett. Ja, mach das mal, das ist bestimmt spannend und kommt mal wieder und erzählt uns, wie es gelaufen ist. Das ist mittlerweile wirklich anders. Wenn man mit den Kollegen spricht, ist das allen eigentlich völlig klar, dass in der Richtung was passieren muss. Und das ist auch evident, warum das so ist. Der Werbekuchen ist nicht groß genug. Also es wird die Angebote, die es heute gibt, wenn wir sagen würden, die finanzieren wir nur über Werbung weiter, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es gibt nicht so viele Webseiten und Nachrichtenwebseiten in Deutschland, die profitabel sind. Da wird zum Teil querfinanziert oder zum Teil wird es unter Branding-Gesichtspunkten noch so ein bisschen schön gerechnet, aber das ist kein besonders attraktives Geschäftsmodell. 1, 2 haben das, glaube ich, geschafft, vielleicht sind es auch 3 oder 4, aber die allermeisten sind es nicht. Das heißt, da gibt es gar nicht die Wahl. Entweder sagt man, wir stellen um und finden da ein anderes Businessmodell oder wir klappen uns zu oder machen das mit einer Rumpfredaktion von 3 Leuten und hübschen DPA-Meldungen ein bisschen auf. Wenn man die unterschiedlichen Ansätze von Print und Fernsehen hört, dann sieht man ja, dass da wirklich eine ganz klare Trennung ist. Die einen versuchen es über die Reichweite, gleich Werbung verkaufen und Geld verdienen, und die anderen sagen Paid Content. Im Prinzip kann man Mischmodelle doch versuchen zu gehen. Das wäre doch auch für die Printverlage was. Ein bisschen Paid Content und da einen höherwertigen Inhalt. Und warum auf die Reichweite verzichten? Also keine Frage. Also für uns ist das auch gar kein Entweder-Oder in der Strategie, sondern wenn wir jetzt in die Historie gucken, haben wir auf einem bestehenden Printmodell ein hervorragendes Vermarktungsmodell aufgebaut, weil wir Kunden hatten, die bereit waren, für unsere Produkte zu zahlen. Das heißt, das ist wieder eine Relevanzfrage. Wenn ich einen Kunden habe, der wirklich sich für ein Thema interessiert, den ich zielgenau dann auch ansprechen kann, dann kann ich auch ein Vermarktungsmodell aufbauen. Also deswegen ist für mich sogar das gar kein Widerspruch, sondern ist Paid Content sogar auch die Basis für eine noch höhere Monetarisierung im Werbebereich. Wie sehen da Ihre Modelle aus? Was erwarten Sie prozentual für Paid Content, für Werbung im Internet? Wie wollen Sie das finanzieren, das Angebot in Zukunft? Also wir als Pubbles
konzentrieren uns auf den Vertriebsbereich. Die Anzeigenvermarktung ist voll in der Verlagshoheit. Deswegen haben wir es in unserem Businessmodell nicht gerechnet. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Also, aber ganz klar ist, die Geschäftsmodelle und die Anzeigenvermarktung soll in der Hoheit der Verlage dort bleiben. Und das ist jetzt nicht des Pubbles dann auf den Printinhalten der Verlage oder auf den Inhalten der Verlage eigene Vermarktungsideen entwickelt. Also deswegen kann ich, aber ich glaube, das ist die Basis dann wirklich für die Verlage auch attraktive Geschäftsmodelle aufzubauen. Gibt es für Sie Geschäftsmodelle, dass Sie sagen, wir wollen in Zukunft in den nächsten 5 Jahren mit Paid Content oder mit neuen Paid Content Angeboten eine bestimmte Umsatzmarge erreichen? Gibt es Zahlen? Wissen Sie, wo das hingehen soll bei Ihnen? Also ich glaube, wenn ich das wüsste, säße ich hier nicht, dann hätte ich diese Zahlen irgendwo sehr gewinnbringend verkauft. Aber was ich sagen kann ist... Vodafone interne Zahlen meinte ich, ja. Entschuldigung, ich meinte nicht Marktzahlen. Nicht was wir machen möchten, sind 2 Punkte, die Sie auch genannt haben. Einmal Content-Anbieter einzuladen, in unser Ecosystem zu kommen. Und das ist eben eins aus Hardware-Hersteller, Endkunde, Zugangsanbieter, der wir sind, und anderen Komponenten, die Sie da noch reinrechnen können. Das ist ein Ecosystem, das ja gerade mal entsteht. Also ich meine, so etwas wie ein Pad ist in der öffentlichen Diskussion seit vielleicht einem Jahr. Und da gibt es gigantische Möglichkeiten, wenn man sich vorstellt, wie entwickeln sich diese Geräte eigentlich weiter. Die kommen heute mit 16, 32, 64 Gigabyte. Das ist eine Entwicklung, die ganz weit nach vorne geht. Wie leistungsfähig sind eigentlich diese Displays? Also da haben Sie durch den technologischen Fortschritt viele, viele Möglichkeiten, Contents auf eine ganz bestimmte Art und Weise dem Kunden anzubieten. Das möchten wir, das tun wir auch mit Hardware-Herstellern zusammen weiter ausbauen. Das ist das eine. Das andere sind Zugangsmöglichkeiten zu Content, welcher Content wo, über welche Kanäle eigentlich, SMS, MMS, dann haben Sie Bewegtbildinhalte, das sind alles ganz interessante Zugänge zum Kunden. Und wir haben eben schon gesagt, wenn man eigentlich den Content als solchen und den Zugang zu diesem zusammennimmt, dann können Sie über Datenflight-Modelle nachdenken, können Sie über nachdenken, wie paketiert man das eigentlich für einen Kunden, der immer mehr Medieninhalte dort zur Verfügung haben möchte, wo er sich gerade aufhält. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten, gerne mit Content-Anbietern zusammen und tun das auch jetzt schon sehr intensiv. Und für uns ist das eigentlich am Ende des Tages eine Customer Experience, die wir erreichen möchten, die es für den Kunden wirklich einfach macht. Einfach, don't make me think, ich weiß, wie ich das bekomme, ich muss nicht lange drüber nachdenken, ob ich da jetzt meine Kreditkarte von der Sparkasse oder, keine Ahnung, meine Mastercard angegeben habe. Ich weiß, es kommt über meine Telefonrechnung, ich habe eine gewisse Kontrolle. Und auch Sicherheit, wir haben heute noch gar nicht über Security gesprochen bei solchen Themen, wenn wir über Abrechnung reden. Das sind eigentlich die Punkte, an denen wir arbeiten, sehr gerne mit den Content-Anbietern zusammen. Aber eine Angst spüre ich zumindest nicht. Wir haben es schon mal verschlafen, die Branche hat es schon mal verschlafen, 15 Jahre. Und jetzt ist wieder ein bisschen die Mentalität, na, wir warten erst mal ab, wir finanzieren uns erst mal über Werbung, wir gucken mal, was die anderen machen. Ich also ganz kurz vielleicht zu dem Punkt noch, ich weiß nicht, ob das Angst ist, hat hier irgendeiner was verschlafen oder nicht. Vielleicht, man kann alles immer besser machen, das ist klar. Ich glaube, die interessantesten und wichtigsten Modelle momentan für Inhalteanbieter, für Transporteure von Inhalten, Telcos also, ist doch... Im Grunde schmeißt man ein paar Bälle hoch und sehen, wie das funktioniert. Wichtig ist es, diese Bälle hochzuwerfen, um zu sehen, wie sich Kundenverhalten ändert, wie sich Nutzungsbereitschaft ändert. Die ändert sich. Das sehen wir, wenn wir vorhin diese wunderbaren Charts gesehen haben zum Thema Mobile Internet. Wie entwickelt sich das eigentlich? Wo ist da eigentlich die Decke? Wann sättigt sich dieser Markt und so? Ich glaube, dass das wichtig ist, dieses auszuprobieren. Und wir haben so viel über Competition hier heute geredet. Wir können wunderbar zusammenarbeiten, um das zu verstehen und besser zu verstehen. Und wir für uns können sagen, den Anfang haben wir gemacht. Also zum Thema Angst, Sie haben meinen Dr. Döpfner heute Morgen gehört, also da ist ja nichts Halbherziges in der Aussage. Ne? Es ist nur so, man kann natürlich nicht sagen, wir entwickeln jetzt einen Paid-Markt mit der Schranke am Kunden vorbei. Also wir lieben unsere Leser und es geht nicht um zu sagen, jetzt, wir sind jetzt wild entschlossen, ab morgen alles Geld. Das macht keinen Sinn. Herr Döpfner hat uns, glaube ich, alle heute Morgen sehr stark beeindruckt.
weil endlich mal wieder einer in der Branche war, der Leidenschaft und Zukunft in einem Thema gesehen hat. Und wir alle sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Ich würde gerne noch mal kurz zum Abschluss, Herr Müller, noch mal so ein bisschen die gesamtwirtschaftliche Lage bei Ihnen abchecken. Werden alle Unternehmen, die es jetzt gibt und die jetzt versuchen, in diesen Markt reinzustoßen, wirklich überleben? Wird es Fusionen geben? Was ist so Ihr Ausblick von PwC? Wie wird sich die Medienlandschaft oder die Angebotslandschaft verändern durch? Ja, ein gewisser Konzentrationsprozess beobachten wir ja immer in gewissen Wellen. Die Globalisierung allein führt zu einer Konzentrationsnotwendigkeit, dann ist das auch konjunkturabhängig. 2008, 2009 hat sich die Konzentration etwas abgeschwächt, dann wird es wieder weitergehen. Es gibt sicherlich gerade bei den traditionellen Printhäusern aufgrund der rückläufigen Auflagen und der etwas rückläufigen möglicherweise Vertriebserlöse auf der einen Seite die Notwendigkeit, Kostensenkungen einzuleiten. Das sehen Sie überall, wenn Sie die traditionellen Zeitungen angucken, bei den Redaktionskosten, Hauptredaktion, Lokalredaktion. Man versucht da Einsparungen vorzunehmen und das kann man natürlich auch durch Synergieeffekte und Zusammenschluss. Also da gibt es eine Konzentrationsbewegung im traditionellen Verlagsbereich. Dann gibt es die Notwendigkeit, was die Herren auch vorgetragen haben, die traditionellen Verlagshäuser, die Printverlage müssen ins Internet, in die elektronischen Medien, denn dort nimmt die Nutzung zu, die User sind dort und dort muss man dann mit Werbung oder mit Paid Content auch Geld verdienen und das führt auch dazu, dass man eben hier Transaktionen macht, dass man eben Online-Vermarkter, Online-Häuser, Werbeagenturen und so weiter kauft. Von daher sehen wir eine gewisse weitergehende Konzentrations- und Transaktionstendenz gerade bei den traditionellen Printverlagen mit Schwerpunkt hinüber in die elektronischen Medien. Also Sie glauben, einige Verlage, ähnlich wie wir es ja heute auch schon gehört haben aus den USA, einige Verlage oder einige Unternehmen, Medienunternehmen, wird es in dieser Umstellung aufstellen? Da werden wir möglicherweise weniger Vielfalt finden in der Zukunft und weniger selbstständige Zeitungsverlage, ist ja auch erwähnt worden, gerade regionale Zeitungen, die es schwer haben, werden aufgekauft, übernommen, die Redaktionen müssen zusammengelegt werden, man muss hinüber in die elektronischen Medien, man muss dort entweder über Werbung sein Geld verdienen oder eben über Paid Content, aber das sind die Möglichkeiten und ich meine auch, dass die Frage Paid Content und Werbung im App, die schließen sich meines Erachtens ein bisschen aus. Der Kunde, der für den Inhalt oder für das App bezahlt, möchte da wahrscheinlich nicht so viel Werbung dann sehen. Oder sehen Sie das anders? Das sehe ich komplett anders. Also wenn ich beispielsweise irgendwie eine Vogue-App oder so sehe, die werbefrei dann zu vertreiben, ich glaube, da wäre jede Nutzerin enttäuscht. Also von daher, ich glaube, es ist gerade in dem Zusammenspiel und solange man nicht den Nutzer nervt mit Pop-ups und so weiter, kann das eine wunderbare Synergie geben. Ich würde mir das für die Fernsehwelt auch wünschen, dass Anzeigen oder Spots und Werbung als so elementarer Bestandteil vom Zuschauer oder vom Nutzer bewertet werden, wie das möglicherweise eben bei einer Zeitschrift wie der Vogue ist, wo man das quasi ja mit der Zeitschrift verbindet. Das ist möglicherweise auch der Aufruf an die Werbeindustrie, sich über kreativere Lösungen Gedanken zu machen. In England und Amerika ist man da schon weiter, da ist der Werbeblock teilweise so unterhaltsam wie das Programm. Das wird auch dann mehr konsumiert. Also insofern glaube ich auch, das schließt sich nicht immer alles aus. Gibt es denn Erfahrungen, Herr Gläser und Herr Peitsch, gibt es Erfahrungen, ab wann, wenn ein User für Content bezahlt, ab wann er noch Werbung akzeptiert, wie viele akzeptiert? Oder ist er prinzipiell gegen Werbung dann? Also es gibt keine Erfahrung im Sinne von harten Zahlen. Wonach taxieren Sie es dann aus, wie viel Werbung Sie zahlen? Es ist eine Entwicklung gemeinsam mit dem User. Also wir haben vor allen Dingen über eine Geschichte, war ganz spannend, wir haben ein kleines, ganz lustiges Projekt in den Markt gebracht, Iconist, ein Magazin auf dem iPad. Sehr glossy, sehr lifestyleig und haben da eben versucht, Werbung auch gleich in Werbekunden dafür zu gewinnen. Weil wir auch von vornherein gesagt haben, das soll Geld kosten, das ist glossy, das ist hochwertig, das sind tolle Inhalte, aber das heißt ja auf gar keinen Fall, dass es werbefrei sein soll. Mit genau diesem Gedanken auch, dass Werbung durchaus attraktiv sein kann. Und da kann ich mich tatsächlich an Dr. Weiß nur anschließen.
da ist wirklich ein Aufruf an die Werbeindustrie, da nochmal ein bisschen umzudenken und nicht irgendwie nur zu sagen, pass auf, unsere Werbung wird im Wesentlichen nach Erfolg bezahlt, also ist eigentlich relativ wurscht, wie schön die ist. Ja, wenn sie nicht geklickt wird, hat es uns ja auch nichts gekostet. Und die Reichweite ist groß, also können wir machen. Und zu sagen, lass uns doch dafür mal Werbeformate entwickeln, die was bringen. Und wir hatten im Prinzip, sind da, wir erlauben drei Werbeformate. Einmal eine Doppelseite sozusagen, statisch. Eine, die ein bisschen animiert ist. Das war in meiner Vorstellung das attraktivste Werbeformat. Und ein Video. Das Video darf aber nicht poppen und losspielen, sondern das muss aktiviert werden, weil wir eben nicht wollten, dass da irgendwas, ein Nutzer, der sich im Sessel zurücklehnt, dass dem was ins Gesicht springt. Und das war wirklich schwierig, Leute zu finden, die gesagt haben, ja, pass mal auf, also so eine animierte kleine Werbung, es sieht eigentlich toll aus. Da kann man sich super Sachen vorstellen, wirklich nur Kleinigkeiten, eine Uhr und die dreht sich ein bisschen und man kann sie anfassen. Das sieht auf so einem iPad-Screen super aus. Und wir haben auch Dummies gebaut, um zu zeigen, wie das aussehen könnte. Und da wirklich die Bereitschaft nicht sehr groß. Also das war so, wir haben hier ein Video, das könnt ihr nehmen. Wir haben hier Banner, die könnt ihr nehmen. Und wir haben auch noch Bildmaterial, irgendwie das könnt ihr auch nehmen. Aber das war's. Da müsste, glaube ich, nochmal angesetzt werden. Aber ich bin auch da, völlig vom Kollegen Mischke, Werbung gehört da für mich rein. Die kann nur wirklich an der einen oder anderen Stelle attraktiver werden, als sie ist. Also die Frage, die sich, glaube ich, auch nicht stellt, Paid Content oder Werbung? Nee, das ist immer Paid Content und Werbung. Ja, kann ich nur bestätigen. Wir fragen unsere Kunden. Ich glaube, zwei Punkte vielleicht noch in Ergänzung. Ich glaube, es hängt sehr von der Art des Contents ab, den der Kunde sucht. Jemand, der auf der Suche ist, zum Beispiel nach speziellen Wirtschaftsinformationen, bereit ist, dafür zu zahlen, der mag Werbung nicht unbedingt zu akzeptieren in dem Produkt. Das ist anders bei Lifestyle-Produkten. Ich glaube auch, so eine Vogue-App ohne die ganz wichtige Werbung, gerade für die femininen Nutzer, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es hängt von der Art des Contents ab, dem wir hier reden. Aber am Ende des Tages glaube ich auch, es kommt eben einfach immer alles zusammen. Das ist genauso auf der Seite, wie generiere ich Reichweite und wie bekomme ich es hin, Kunden für mein Produkt zu interessieren. Dann müssen wir gemeinsam eine Menge ausprobieren. Und so dieses Schwarz-Weiß, glaube ich, zählt gerade gegenwärtig im Bereich Content und Paid Content. Das geht und das geht nicht und das probiere ich und das probiere ich nicht. Das funktioniert nicht, weil wir kennen unseren Kunden nicht genau. Wir lernen jeden Tag, was er tut und was er nicht tut. Und das sagt er uns auch, wenn wir ihn danach fragen. Und das tun wir auch. Und ich glaube, das ist einfach eher der Aufruf, sowohl an die Werbeindustrie als auch an die Content-Produzenten, mehr zu wagen und auszuprobieren. Und ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin, wenn wir das in Kooperation gemeinsam tun. Denn dann weiß der eine, wie ein Kunde, der ein iPhone nutzt, eigentlich reagiert und was er sucht. Und der andere weiß, welcher Content eigentlich interessant ist. Und ich glaube, da können sich Medienunternehmen, Inhaltetransporteure und andere ganz gut ergänzen. Ich würde gerne noch mal ganz schnell in die Runde eine Zukunftsprognose, als Abschlussprognose für alle Ihre Unternehmen geben. Gerne, dass Sie uns sagen, was glauben Sie in 5 oder 10 Jahren, wie wird NTV sich aufstellen und finanzieren? Und was glauben Sie, wie der Markt sich im Bereich Paid Content weiterentwickeln wird? Ich muss da ganz klar eine Lanze auch für die klassischen Medien an der Stelle brechen. Ich glaube, dass das Thema TV zwar schon häufiger totgesagt wurde, noch häufiger das Thema Zeitung. Ich glaube, dass es noch sehr, sehr lange existieren wird, dass es einfach ein menschliches Bedürfnis bedient, nämlich Unterhaltung, quasi das Kino oder das Kolosseum oder was auch immer in der Geschichte da war, zu Hause. Insofern glaube ich, dass wir da an der Stelle noch sehr, sehr lange auch ein werbefinanziertes Fernsehen und auch das duale Rundfunksystem mit einer fairen, ausgewogenen Finanzierung sehen werden und dass das auf Dauer auch bei uns, bei NTV, auch bei den anderen, bei den größeren privaten Sendern weiterhin der Hauptteil des Geschäftes bleiben wird. Nichtsdestotrotz wird sich auch ein Teil in die elektronischen Medien verlagern. Ich glaube, wenn man die nächsten 5 Jahre betrachtet, ich glaube, länger kann man es nicht vorhersehen, dann kommt es auf die technischen Innovationen an. Da muss man aufpassen, dass man nicht immer von diesen Early Adoptern spricht, die sofort alles kaufen. Also ich werde mir die Flatscreen-Tapete, die wir heute von Herrn Döpfner gehört haben, natürlich kaufen. Aber das ist natürlich, da bin ich natürlich auch ein bisschen die Ausnahme, weil ich mich dafür stärker interessiere als die ganz normale Familie im Ruhrgebiet, von der man ausgehen muss. Und dort ist es eben so, die kaufen jetzt alle.
Falle erst Flatscreens im Moment. 25% der Deutschen wollen in diesem Jahr noch zu Weihnachten Flatscreen kaufen. Was passiert? Das alte Röhrengerät, das ist ja unzerstörbar. Das wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern das wandert ins Schlafzimmer, ins Arbeitszimmer, ins Kinderzimmer. Und ich prognostiziere, dass wir, was die TV-Nutzung, die Fernsehreichweite betrifft, eher noch steigen werden als sinken, einfach durch diesen Geräteaustausch in den Haushalten. Aber Sie würden sagen, NTV wird auch in 5 Jahren sein Online-Angebot weiterhin über Werbung finanzieren. Wäre Ihre Einschätzung? Aus heutiger Sicht ja, weil wir zu den wenigen Angeboten gehören, die, ohne irgendwas schön zu rechnen, hochprofitabel sind im Online-Bereich. Insofern hoffe ich, dass wir uns da dem Trend erwehren können und dass der Wertverfall der Online-Werbung gestoppt wird. Ich glaube, dass wir eine bessere Position an der Stelle haben als Wettbewerber, weil wir einfach sehr viel Bewegtbild auf der Seite haben. Insofern glaube ich für NTV, dass wir da recht gut aufgestellt sind und auch mit dem werbefinanzierten Modell auskommen. Wenn wir es nicht mehr schaffen, werbefinanziert dieses Modell zu betreiben, dann glaube ich, ist der ein oder andere vor uns schon nicht mehr da. Herr Dr. Müller, als Experte, was glauben Sie der Markt in 5 Jahren? Paid Content, wie wird es sich durchsetzen? Werden Angebote, die free sind, das torpedieren oder wird es sich trotzdem durchsetzen? Na, ich gehe mal davon aus, dass es einfach notwendig ist, für die Medienhäuser einen Teil ihrer Erlöse über Bezahlmodelle zu erwirtschaften. Ich glaube, es ist ungesund, wenn ein Medienhaus ausschließlich über Werbung finanziert wird. Zum einen fällt, wie soll man sagen, der Vertriebserlös dann weg und zum anderen ist das nicht beliebig ausdehnbar und man unterliegt ja dann auch diesen unschönen Schwankungen des Werbemarktes in der Konjunktur. Man hat mal Anstieg, man hat mal Abschwung. Also das ist unerfreulich. Deshalb werden die Anstrengungen weitergehen in Bezahlmodelle, um, wie gesagt, den alten Teil an Vertriebserlösen wieder zu bekommen. Irgendwie, wovon ich ausgehe, ist, dass wir diese traditionelle Aufteilung in Fernsehen, Internet, Hörfunk und so weiter, die wird man möglicherweise ad acta legen müssen. Wir werden mobile Alleskönner haben, die in verschiedenen Formen eingesetzt werden. Und da wird eben teilweise Werbung drauf sein, teilweise wird man Bezahlmodelle haben. Und Gunnar und Jahr wird sich über Pubbles finanzieren, ganz in 5 Jahren. Also so weit würde ich das jetzt nicht sagen, aber Pubbles wird sich in 5 Jahren ordentlich finanzieren in Kooperation mit den Verlagen, ein Vollsortiment an Medienprodukten dort anbieten. Und da basierend auf Paid Content auch den Verlagen weitere Entwicklungsmöglichkeiten in Anzeigenvermarktung etc. bieten. Wir werden ganz neue Produktformate sehen, die werden sich weiterentwickeln. Und da sind wir gerade am Anfang der Entwicklung und von daher freue ich mich auf die nächsten 5 Jahre. Aber gibt es denn so Zahlen, dass man sagen kann, wir wollen intern, dass es mal mittelfristig 30% wird, 40%, das, was man immer liest in den Medien, 20-30% soll aus dem Online-Markt kommen? Also wenn man sich den Buchmarkt in den USA anschaut, die sind 2 Jahre uns voraus, dann sieht man, dass da schon fast 10%ige Marktanteile im digitalen Bereich, im E-Book-Absatz heute schon generiert werden. Sicherlich Ähnliches, und Ihre Studie hat das ja auch gezeigt, werden wir auch hier in Europa und Deutschland erleben, ganz klar. Also, und da sind zweistellige Umsatzanteile, Marktanteile in 5 Jahren locker drin. Herr Gläser, Ihre Einschätzung? Ich würde mich auch auf 5 Jahre beschränken wollen. Ja. 10 Jahre ist eine Sache in diesem schnellen Geschäft. In 5 Jahren Vodafone wird natürlich erstens mal das Kerngeschäft weiter erfolgreich betreiben. Das ist das Geschäft mit Sprache und Daten. Und Daten wird dann immer wichtigerer Bestandteil unseres Kerngeschäfts. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden mehr Services betreiben. Alle, die hier am Tisch sitzen, die Inhalteanbieter, werden sehr viel erfolgreicher als heute mit uns zusammenarbeiten, weil wir gemeinsam Paid Services Angebote entwickelt haben. Ich glaube wirklich, dass wir da am Anfang sind. Gerade sieht überall so ein Pad darum liegen. Ich glaube, da können wir gemeinsam eine ganze Menge machen. Und ich glaube, wir werden perfektioniert haben das Thema mobiles Bezahlen, das immer noch so ein merkwürdiges Dasein fristet, wenn wir mit Content-Anbietern darüber reden. Ich glaube, das wird sich durchgesetzt haben zur Zufriedenheit der Kunden, der Content-Anbieter und der Telekommunikationsunternehmen. Aber Sie sehen auch eine Verlagerung der Umsätze ein bisschen hin zu mehr Inhalte. Umsatz durch Inhalteverkauf für Vodafone, für Telefonanbieter?
Content ist ein wichtiges Geschäft, das wir haben. Dieser Content-Markt in Deutschland der mobilen Downloads ist nicht so groß, aber wir können den sicher vorantreiben. Da glaube ich, dass wir uns ein gutes und größeres Teil vom Kuchen abschneiden werden. Ja. Ich glaube, dass wir in 5 und auch in 10 Jahren hervorragende journalistische Produkte haben werden, die deutlich multimedialer sind, als sie es heute sind. Ich glaube, dass die sich finanzieren werden über einen ganzen Blumenstrauß von Businessmodellen. Da wird ein großer und wichtiger Teil werden Vertriebserlöse sein, aber da können genauso gut E-Commerce-Erlöse und anderes dabei sein. Und vielleicht, wer weiß, gibt uns ja auch in 5 oder 10 Jahren Herr Gläser aus dem Datentarif einen Share ab. Wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken. Ja, genau. Ja. Also er hat ja heute sehr stark gesagt. Wir sind am Ende. Es ist kurz nach 4:30. Ich bedanke mich bei allen. Ich denke, wir haben recht unterschiedliche Positionen gehört. Und ich glaube, wir sind uns über alles oder alle gemeinsam einig, dass es Paid Content in Zukunft einfach geben wird, weil es es geben muss. Und weil der User jetzt, wenn nicht wann, umerzogen werden muss, um dafür zu bezahlen. Vielen Dank.